Yo, Leute! Was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Leute, wie gestern angekündigt, heute fliegen wir nach Italien. Und wir müssen jetzt auch ein bisschen früher losgehen, weil eigentlich haben wir unseren Flug erst um, ich glaube, 16 Uhr oder so irgendwann. Aber wir haben uns gedacht, dass wir ein bisschen früher losgehen, dass wir so ungefähr um 1 bei uns am Flughafen sind. Dass man dort dann noch chillen kann, gucken kann, Koffer abgeben, dies, das, Ananas. Wobei wir jetzt nicht wirklich Koffer haben. Wir haben so kleines Handgepäck, was wir mitnehmen und unsere kleine Tasche. Denn ihr müsst wissen, Freunde, ich würde nur dieses Handy hier mitnehmen, halt ein paar Klamotten, Kopfhörer und es reicht. Ja, und wir sind alle mega aufgeregt. Wir machen uns alle schon fertig hier. Hab auch schön Nebel Nice Merch an. Und ja, ich muss jetzt noch kurz ein paar Sachen wegstecken. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im Bus. So, Freunde, wir sind jetzt hier im Flughafen Tegel angekommen. Chillen jetzt hier erstmal noch kurz ein bisschen vor und danach machen wir uns auf den Weg zu den Stationen so und gucken, dass wir unsere Tickets bekommen. Und dann würde ich mal sagen, Vlogging Time. Es ist echt hell. So, Leute, wir haben jetzt unsere Sachen durchgecheckt, haben alles durchgecheckt. Jetzt sind wir hier, warten, bis die Passkontrolle kommt, was noch ein bisschen dauern könnte, weil wie spät haben wir es jetzt? 19:21. Um 16:20 fliegen wir erst los. Das kann jetzt noch erstmal ein bisschen dauern. Und natürlich fliegen wir, also mit dem fliegen wir am meisten, EasyJet. Gut, wir wissen jetzt, dass das Ding überhaupt nicht laut ist und wir warten jetzt noch so lange und ich würde sagen, wir sehen uns dann im Flieger wieder. Was war jetzt deine Mission? Ja. Da oben sind Vögel. Oh mein Gott. Wie krass. Leute, wir sind in Italien angekommen. Ich kann nicht viel sagen, weil wir steigen jetzt in ein Taxi und wollen in unser Hotel. So, Leute, wir sind jetzt endlich bei unserem Hotel angekommen. Ja. Wir mussten jetzt nochmal von dem Flughafen 30 Kilometer bis hierhin fahren. Doch, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind vor dem Hotel angekommen. Wir werden euch jetzt noch mal kurz, bevor wir uns eingenistet haben, euch zeigen, wie das Hotel da aussieht. Machen wir uns jetzt bereit. Wir sind endlich angekommen, Leute. Und Italien, diese Luft, es riecht schon mal besser als in Deutschland. So, Leute, wir sind jetzt angekommen und ich will jetzt ein bisschen filmen. So, Freunde, wir sind jetzt im Hotel angekommen. Es ist, wie es da passt, ein Sprichwort, und zwar klein, aber fein. Fangen wir hier mit der Garderobe an. Das ist ein schöner Wandschrank. Da haben wir jetzt auch schon alles abgelagert, Jacken, alles, dies, das. Dann hier einfach ganz normal der Fußboden. Und jetzt guckt euch das an. Das sieht doch richtig cool aus, oder? Hier, kleine Ablage für die Schränke. Wir haben jetzt schon ein Problem. Wir wissen, was sind das für Steckdosen. Wir müssen nach einem Adapter fragen. Hier ist einmal ein Bett, noch ein Bett, doppelt eine schöne Wand. Hier ist ein Wandtrainer für geheime Sachen. Ein wundervoller Curved-Fan. Sehr fun. Ach geil. Nee, man kann es nicht lecken. Okay, man kann es nicht lecken. Jetzt hier einmal das Fenster. Unser Fenster halt hier. Wunderschön, oder? Eine Frage, warum liegen hier Pistazien? Kommen wir nun zum Badezimmer. Wenn man hier reinkommt, Waschbecken, was auch immer das ist. Spiegel, Hi. Toilette, keine Ahnung. Lüfter, Licht. Dusche. Das ist so unser Zimmer für die nächsten 6 Tage. Und ja, wir finden, es sieht richtig schön hier aus. Vor allem einfach, weil es in Italien ist. Leute, Italien. Da bedanke ich mich auch nochmal bei meiner Mama. Ich glaube auch mein Papa. Dass wir so einen schönen Urlaub machen können. Wer ist das? Mein Bruder, ja. Was will er, ja? Das war's aber jetzt noch nicht vom Vlog. Denn wir werden jetzt noch einmal kurz rausgehen. Wahrscheinlich was essen gehen. Und dann ist auch Ende vom Vlog. Sehen uns beim Essen. So, Leute. Ich konnte euch jetzt nicht viel von der Pizza zeigen. Aber Jungs, diese Pizza, die wir gegessen haben. Leute, ich sag euch,
Vergisst jede Pizza, die ihr jemals gegessen habt. Die Pizza in Italien kann niemals übertroffen werden. Die schmeckt einfach gottgleich. Das war's vom Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Liken, abonnieren, kommentieren und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal.